Jahrhundertelang war der Frankfurter Kaiserdom St. Bartholomäus das höchste Bauwerk in Frankfurt. Sie sehen ihn gleich direkt an. Neben den heutigen Wolkenkratzern wirkt er mit seiner 19 Meter Domhöhe geradezu bescheiden. Links neben dem Dom taucht die grüne Kuppel der Paulskirche auf. Am 18. März 1944 brannte die Paulskirche nach einem Bombenangriff aus und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als nationales Symbol für Freiheit und aufgrund ihrer Rolle als Wiege der Demokratie in Deutschland als eines der ersten Gebäude in Frankfurt wieder aufgebaut. Zum 100. Gedenktag der Nationalversammlung wurde sie am 18. Mai 1948 als Haus aller Deutschen wiedereröffnet. Seitdem ist sie ein nationales Denkmal und wird nicht mehr als Kirche, sondern hauptsächlich für Ausstellungen und öffentliche Veranstaltungen genutzt. Am bekanntesten ist die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels im Rahmen der jährlichen Frankfurter Buchmesse. To the right, you will see Frankfurt's Cathedral of St. Bartholomew, where the German Emperor is crowned. The main center is the tallest building in the city. It's 90 meters these days, but very modest amongst all the skyscrapers. To the left of the cathedral, you can glimpse the green dome of St. Paul's Church. On March the 18th, 1944, St. Paul's Church burned down after being hit in an aerial. After World War II, the church was one of the first buildings in Frankfurt to be rebuilt as a sign of peace and a symbol of the cradle of democracy. The church reopened on May the 18th, 1948, primarily as a national symbol known as the home of all Germans. Since then, the building no longer serves as a church, but is used for public functions and exhibitions, the best known of which is the newly presentation of the German book. Thank you.
Verehrte Fahrgäste, wir bedanken uns für Ihren Besuch an Bord, wünschen noch einen angenehmen Tag und würden uns freuen, Sie bald wieder als Gäste der Primus Linie an Bord begrüßen zu dürfen. Vielleicht bei einer Ganztagsfahrt in Richtung Aschaffenburg oder Rüdesheim, einem abendlichen Riverside-Dinner, einer Fahrt zum Feuerwerk in Main und Rhein oder bei unserer Skyline-Tour in den warmen Monaten des Jahres. Wir zeigen Ihnen Frankfurt, seine Skyline und das Mainufer bei Nacht, stimmungsvoll illuminiert. Über unser gesamtes Angebot erhalten Sie Informationen in unserem Fahrplan, den Sie an Bord bekommen oder im Internet unter www.primus-linie.de. Ladies and gentlemen, we would like to thank you for visiting us on board. We hope you had a pleasant trip and we would be happy to welcome you again as guests of the Primus Line. We would like to draw your attention to our brochure, which is available here on board, containing information about our complete program, including day trips to Aschaffenburg and Rüdesheim, our very popular evening riverside dinner, and the Skylight Tour, as well as special trips with fireworks displays on Rhine and Main. You can also visit us online. Museen zwischen Eisernem Schräg und Friedensbrücke liegen nicht weniger als 13 Museen, die von weltberühmten Architekten umgebaut oder neu errichtet wurden. Herausragende Bedeutung haben das Schwedische Kunstinstitut, kurz Schwedi genannt, mit seiner umfassenden Sammlung von alter bis zeitgenössischer Kunst. Kurz zuvor das Liebighaus mit seiner herausragenden Skulpturensammlung, nach dem Städel dann das Deutsche Filmmuseum, das Deutsche Architekturmuseum, das Museum für Kommunikation und das Museum der Weltkulturen. On your left, you can see Frankfurt Museum in action, one of the most important sustainable museums in the world. Along the embankment of Sachsenhausen, between the Iron Footbridge and the Friedensbrücke, there are no less than 13 museums, all of them either newly built or restored between 1980 and 1990 by renowned architects. The most significant of these museums are the Städel Institute of Art, famous for its comprehensive collection of historical and contemporary art, the German Film Museum, the Museum of Communication, the Architectural Museum, the Museum of Art and Craft, the Liebighaus with its important collection of sculptures, and the Ethnological Museum. Sehen Sie die Friedensbrücke. Wir kommen jetzt ins Westhafengebiet. Der alte Westhafen war in seiner Funktion als Binnenhafen für Frankfurt bedeutungslos geworden. Es entstand 2003 ein Stadtteil mit Bürohäusern, Gastronomie und Wohnungen. Sogar einen kleinen Yachthafen gibt es hier. Rechts taucht der Kreis von der Westhafen-Tower auf. Der echte Frankfurter, das größte Appleboy-Glas der Welt. Und den Frankfurtern auch liebevoll Direktes genannt. Weshalb? Na, vergleichen Sie doch mal die Architektur des Gebäudes mit einem Apfelweinglas. Eine gewisse Ähnlichkeit ist da durchaus vorhanden. Die Straßennamen im Westhafenviertel werden vor allem der Frankfurter Fischer zum Freude machen.
Hier gibt es den Flusskrebsweg, die Stichlinstraße, die Zanderstraße, den Karpfen- und den Bachforellenweg. Mainfische werden übrigens heute wieder gefangen und können bedenkenlos verzehrt werden. Das Mainwasser hat aufgrund der zahlreichen Filtermaßnahmen der letzten Jahre wieder eine gute Qualität. Ahead of us, you can see the Friedensbrücke, the Bridge of Peace, as we now enter the area of the West Harbor. The old harbor, which had lost its importance for the city, was later turned into a residential area, with office buildings, restaurants, and apartments, and also a small marina. On your right, you can see the cylindrical Westhafen Tower, which the people of Frankfurt have dubbed the world's largest apple winder, due to its shape and its rich appearance. The River Main, incidentally, is being fished again, and the fish can be eaten without any worry. Thanks to modern filtering systems, the water of the river has regained a good quality. Am linken Ufer sehen Sie die Gebäude des Frankfurter Universitätsklinikums mit rund 30 wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen von internationaler Bedeutung. To your left, you can see the buildings of Frankfurt University Hospital, which houses around 30 medical research institutes of international reputation. Rechter Hand nun das Gutleut-Heizkraftwerk, das die Innenstadt mit Fernwärme und Strom versorgt. Jährlich werden rund 180.000 Tonnen Kohle per Schiff hierher transportiert. Doch der Kraftwerksbetreiber verlässt sich nicht allein auf die Binnenschifffahrt. Damit die Versorgung des Kraftwerks auch bei Hoch- oder Niedrigwasser, Eis oder sonstigen nautischen Unwägbarkeiten funktioniert, bringt die Bahn jährlich nochmals rund 200.000 Tonnen Kohle ins Kraftwerk. Die Entladeanlage, die Sie jetzt gleich sehen werden, gibt die Kohle für das Gutleut-Heizkraftwerk von den Frachtschiffen auf eine Förderbahn. Dieses hochmoderne Kohlekraftwerk ist nach neuesten umwelttechnischen Gesichtspunkten entworfen. On your right is the Western Power Station, which provides electricity and heating for the city. 180.000 tons of coal are shipped here every year. But the power station does not solely rely on shipping for supplies. For times when shipping is disrupted due to high or low water levels, or when the river is frozen and impassable in winter, there is also a railway connection which brings a further 200,000 tons of coal a year. In a moment, we will see the machinery of the Gutleut power station, used to unload coal from the barges onto a conveyor belt. The power station was built according to the latest environmental standards. Vor uns liegt jetzt die Main-Neckar-Brücke. Sie ist eine der wichtigsten Eisenbahnbrücken der Region. We now have the Main-Neckar-Brücke, one of the region's busiest railway routes.